Hallo liebe Moviepiloten und herzlich willkommen zu einem weiteren Ranking-Video. Vor kurzem habe ich die Spider-Man Rewatch-Reihe für euch durchgezogen und in den Kommentaren habe ich immer wieder gelesen, Eve, rankst du nochmal alle Spider-Man-Filme oder wirst du hier und da ein paar Spidey-Rankings für uns machen? Ja, ja und doppelt ja. Heute geht es allerdings nicht um alle Spidey-Filme. Warum? Weil wir dieses Jahr noch zwei kriegen. Wir kriegen Venom, Let There Be Carnage und Spider-Man No Way Home. Danach macht es Sinn, die alle nochmal zu ranken, weil ich habe ja auch noch abgedatete Gedanken, was generell alle Filme angeht. Das habt ihr gesehen, falls ihr die Rewatch-Reihe verfolgt habt. Aber heute spreche ich über die Schurken. Denn Spider-Man hat wirklich sehr viele interessante Schurken. Manche liebe ich, manche finde ich furchtbar. Ein klassisches von Müll bis Meisterwerk. Ein paar Schurken habe ich allerdings nicht auf diese Liste gepackt. Allen voran die ganzen Side-Schurken, die wir in Into the Spider-Verse hatten. Ich meine, gerade beim Kampf im Haus gab es so viele Bad Guys, wo ich sage, wow, das ist eine neue Form von Scorpion. Interessant. Oder, wow, das ist ein neuer Green Goblin. Aber die machen nichts wirklich. Die habe ich nicht wirklich kennengelernt. Die sind einfach nur da als Gimmick und deswegen dachte ich mir, ha, die müssen zumindest ein bisschen Dialog haben. Die müssen zumindest Teil des Marketings gewesen sein. Das heißt, die habe ich hier nicht auf dieser Liste berücksichtigt. Im Gesamten habe ich aber 16 Schurken gefunden. Und ja, deswegen kommen wir auch gleich zu den Disclaimern. Wie immer, alles, was jetzt folgt, wird Spoiler beinhalten. Ich spreche spoilerhaft über die Raimi-Filme, über die Mark Webb-Filme, über die Tom Holland-MCU-Filme, über Into the Spider-Verse und über Venom. Seid euch dessen bewusst. Und ja, alles, was jetzt folgt, ist nur meine Meinung. Das bedeutet, wenn der Schurke, den ihr liebt, bei mir eher weiter unten auf der Liste steht, überhaupt kein Problem. Schreibt mir in die Kommentare, wie ihr sie alle ranken würdet. Wir können alle, wirklich alle, Freunde sein. Alle Disclaimer wurden disclaimed, mit oder ohne T-Shirt. So, legen wir los. You can't saw through that stuff. These alien bastards are tough. You gotta use the stuff they use. Okay, wir fangen an mit Platz 16 und diesen Schurken, den kann ich nicht verteidigen. Ich habe wirklich überlegt, was ist der schlechteste Spidey-Schurke, den wir bis dato hatten auf der Kinoleinwand und es musste Shocker sein. Spider-Man Homecoming ist ein Film, den ich fürs MCU wirklich ganz nett finde. Ihr kennt meine Meinung zum Film. Ich finde diese Tom Holland-Filme nicht wirklich gute Spidey-Filme, aber unterhaltsame Superhelden-Filme. Shocker ist so eins dieser Probleme, das ich mit diesem Film habe. Shocker ist ein Charakter in den Comics. Er heißt Hermann Schulz. Ich meine, er ist ein Highschool-Dropout, Genie und Dieb und hat eine lange, lange Comic-Historie. In diesem Film kommt er vor? Fragezeichen? Das ist so das Problem. Als Spider-Man Homecoming vermarktet wurde, hatten wir dieses geniale Kostümdesign. Ja, uns wurde verraten, so wird Shocker aussehen. Shocker kommt im Film vor. Ich so, wow, das sieht minimalistisch aus. Das sieht aber auch überraschend akkurat aus, wenn ich so ans Comic-Kostüm denke. Ich bin dabei. Und was haben wir bekommen? Zwei auswechselbare Typen, die Chitauri-Technologie haben aus dem ersten Avengers-Film und hier und da mal Leute überfallen. Ich so, wow. Das hat nichts mit Shocker zu tun. Das hat gar nichts mit Shocker zu tun. Und heißt einer von denen überhaupt Hermann Schulz? Ich glaube nicht. Das waren einfach Sidekicks von Vulture. Lama geht es wirklich nicht. Ich meine, man hat denen keinerlei Charakterzeichnung gegeben, aber den Namen benutzt, um uns zu baiten, uns ins Kino zu locken. Ich so, nee, das ist Mist. Das ist falsches Advertisement und ich unterstütze das nicht. Letzter verdienter Platz. Wir kommen zu Platz 15 und wir sprechen erneut über Mist und falsches Advertisement. Rhino, aka Alexei Siskiewicz. Okay, Rhino ist ein sehr beliebter Charakter. Ich glaube, meine erste Erfahrung mit dem Charakter, die ich je gemacht habe, war tatsächlich ein Videospiel auf dem Super Nintendo. Das war The Incredible Hulk. Da konnte ich mit Hulk gegen diesen Rhino-Charakter kämpfen. Der war immer so ein Beast, so ein Monster. Der hatte ja auch einen Auftritt in der 90er-Jahre-Spider-Man-Serie. Ich mochte den immer sehr gerne. Der war so bullig, der war so gefährlich. Also, als ich gehört habe, dass er Teil von The Amazing Spider-Man 2 Rise of Electro sein sollte, habe ich mich zwei Sachen gefragt. Ihr habt erneut drei Schurken, ich meine, ihr habt Electro, ihr habt den Green Goblin und Rhino, kann das funktionieren? Und zweitens, wie passt er in diese Welt rein? Weil der erste Teil hat so ein bisschen auf Hyperrealismus gesetzt, jetzt mal abgesehen von Lizard. Und dann habe ich gehört, wer ihn denn spielen sollte. Paul Giamatti, ich so, versteht mich nicht falsch, Paul Giamatti ist ein fantastischer Schauspieler, ich glaube sogar Oscar-prämierter Schauspieler. Ihn als Rhino zu besetzen?
Nein, aber das, was ich dann bekommen habe, wow, okay, das war dieser stereotypische russische Gangster, der ein bisschen rumgrölt und eigentlich nur ein Gag ist, in den ersten 5 Minuten des Films. Danach kommt er gar nicht mehr vor, bis zum Ende, als er einen Transformer-Anzug hat, der aussieht wie ein Nashorn. Ich so, das ist nicht euer Ernst. Der ganze Charakter hatte eine Screentime vielleicht von, ja, 2,5 Minuten, ich weiß es nicht. Dafür Paul Giamatti zu benutzen, Frechheit. Uns zu baiten, uns zu sagen, Rhino ist ein Teil des Films, ebenfalls eine Frechheit. Und dieses Transformer-Outfit, ich hasse das Ding. Ich hasse es total. Dieser Charakter war für mich absolut Mist. Es war nicht mal ein Charakter, es war eine Verarsche. Verdienter 15. Platz. You know what it is? I've always believed that space exploration is crucial in our quest to cure everything that ails us here on Earth. Das bringt mich zu Platz 14. Und hier haben wir einen Charakter, den wir recht gut kennengelernt haben. Also, nee, nicht wirklich, aber er hatte sehr viel Screentime. Das heißt, wir haben einen Hauptschurken. Wir haben den Hauptschurken aus Venom, Carlton Drake, aka Riot. Und meine Güte, den sollte man im Wörterbuch neben dem Wort langweilig finden. Ich weiß nicht, wie hart generisch ein Charakter sein kann. Aber Carlton Drake, sehr weit oben auf der Liste der generischsten Bad Guys aller Zeiten. Sein Problem, er ist Lex Luthor für Dumme. Er ist böse und hat seine super böse Firma und dann macht er böse Experimente und zum Schluss hat er dann einen Symbionten an sich und wird zu Venom in Grau. Das ist es. Und ich weiß, ihr werdet noch andere Charaktere auf der Liste sehen, die etwas stereotypischer sind und over the top sind, aber dann hatten wir zumindest Hammer-Performances. Da haben wir zumindest gesagt, das sind geile Comic-Schurken. Hier haben wir irgendwie nichts von beiden. Es ist kein Charakter, den das Drehbuch zu ernst nimmt und uns sagt, okay, das ist seine spannende Backstory, das ist so eine realistische Version eines bekannten Bösewichts und deswegen ist es nicht so over the top, so à la Dark Knight Trilogie. Das ist es nicht. Es ist aber auch nicht herrlich over the top, wie ein paar der Bösewichte, die ihr hier noch sehen werdet. Es ist einfach nur langweilig. Es ist erneut eine Verschwendung eines sehr guten Schauspielers. Definitiv verdienter 14. Platz. What did you say your name was? Dr. Olivia Octavius. Das bringt mich zu Platz 13 und hier haben wir, glaube ich, das letzte Gimmick auf meiner Liste und es ist Olivia Octavius aka Doc Ock, die weibliche Version. Okay, ich mag Spider-Man Into the Spider-Verse total gerne. Super Film, geile Miles Morales Story, ich mag sogar Peter in dem Film, ich mochte auch die Animation. Ihr werdet auch noch ein paar andere Schurken aus diesem Film auf der Liste sehen. Und jetzt komme ich zu Olivia Octavius, das ist ja eine neue Version von Doc Ock. Ich mochte sie eigentlich überraschend gern. Ich meine, ich mag sie immerhin mehr als alles, was wir bis dato auf der Liste hatten. Weil Catherine Hahn legt eine Hammer-Performance hin. Sie sieht auch sehr comic-mäßig aus. Generell, der Film ist ein lebendig gewordenes Comic-Heft. Und es war ganz cool, mal jemand anderen in der Rolle zu sehen des Doc Ock als Otto Octavius. Wo sind also meine Probleme? Sie ist nur ein Gimmick. Sie ist ein nettes Gimmick, aber trotzdem ein Gimmick. Sie war nur da, damit wir sehen, oh, also ihr spielt auch mit den Bad Guys, wenn es um alternative Zeitlinien geht und so weiter. Und andere Universen. Das finde ich ganz spannend. Das haben die ganz cool gemacht und ihre Actionsequenzen waren auch ganz nett inszeniert, aber sie hatte viel zu wenig Screentime und sie war nur ein Gimmick. Ein Gimmick auf zwei Beinen. Das heißt, es war verdammt schwer, sie irgendwie einzuordnen, weil es gibt Bösewichte, die ich wirklich hasse, die noch kommen werden, aber sie ist am Ende des Tages zwar kein Bösewicht, den ich hasse. Ich mag die Idee von ihr sogar recht gerne, aber man hat nichts wirklich mit ihr angestellt. Deswegen verdienter 13. Platz. It's not my fault. Stop. Please. Wir kommen zu Platz 12 und jetzt haben wir Max Dillon, aka Electro, aus The Amazing Spider-Man 2, Rise of Electro. Oder sollte ich sagen, wir haben Edward Nygma, aka Riddler, aus Batman Forever. Denn es ist genau der gleiche Charakter. Ich war schockiert. Ich liebe Jamie Foxx. Jamie Foxx ist einer der besten Schauspieler da draußen, einer der charismatischsten Schauspieler da draußen und ein absolutes Multitalent. Er kann singen, er kann tanzen, er ist Pianist, er ist Schauspieler, er ist eine Rampensau und er ist sogar einer der Hauptdarsteller in einem meiner absoluten Lieblingsfilme, Collateral. Ich war schockiert, was sie aus ihm gemacht haben, was er da für ein Skript bekommen hat. Er ist im Grunde genommen Jim Carreys Riddler. Seine Motivation, Spider-Man, ich bin dein größter Fan, du hast meinen Geburtstag vergessen, ich bin böse. Ich so, nein, das könnt ihr nicht bringen, das könnt ihr doch nicht Jamie Foxx antun. Wie er aussah, Kacke ist ein Wort. Dieses Blaue sah nicht cool aus. Die Tatsache, dass die Elektrizität seine Zahnlücke gefixt hat, das wird nie nicht lustig sein. Das wird auch die Tatsache, dass er Itsy Bitsy Spider zu einem Dubstep-Soundtrack singt, während er probiert, Spider-Man umzubringen. Das Problem ist, es ist over the top und ich mag manchmal over the top, aber der Film hat sich dafür dann trotzdem zu ernst genommen. Alle Entscheidungen bezüglich Elektro haben meiner Meinung nach
überhaupt nicht funktioniert. Ich dachte mir, wow, das könnte der beste Spidey-Schurke aller Zeiten werden. Es war definitiv einer der schlechtesten. Verdienter 12. Platz. We ran every diagnostic test. Apart from human trials. So I've actually already run human trials. You're just too stupid to know it. Willkommen zu Platz 11 und jetzt machen wir weiter mit The Amazing Spider-Man 2. Wir haben Harry Osborn als den Green Goblin. Okay, okay. Es gibt einen einzigen Grund, warum ich Harry über Max gepackt habe. Und das ist die Tatsache, dass Dane DeHaan den Spaß seines Lebens hat, wenn er letztendlich zum Goblin wird. Und, Spoiler-Alarm erneut, er tötet Gwen Stacy. Das heißt, sein Angriff hat harte Konsequenzen für Peter. Ich meine, das war so das Heftigste am gesamten Film. Selbst Leute wie ich, die den Film nicht leiden können, sind jedes Mal ein bisschen emotional betroffen davon, dass Gwen stirbt. Und wir sehen, wie Peter darunter leidet. Und dafür ist Harry verantwortlich. Alles andere? Nein, nein und dreifach nein. Okay, wir fangen damit an, dass man sich Harry für diese Reihe aus dem Arsch gezogen hat. Er wurde nie erwähnt im ersten Teil, nie. Überhaupt nicht. Der Name Osborn ist nur gefallen im Zusammenhang mit Oscorp und mit Norman Osborn. Wir lernen ihn kennen und erfahren, ja, übrigens, das ist Peters bester Freund schon seit Ewigkeiten. Dann haben die diesen sehr unangenehmen Dialog, der mich jedes Mal an The Room erinnert. What's your name? Who is? Anyway, how is your sex life? Und dann, es wird nie nicht lustig sein. Er ist ein Goblin, weil er Goblin-Herpes hat. Er hat Gesichtsherpes und sein Papa hatte diese Krankheit. Er hat diese langen Goblin-Fingernägel bekommen und grüne Hautfarbe und diese Goblin-Ohren. Und das probiert er zu verhindern und dann wird er nur noch Goblin-mäßiger und lacht wie ein Goblin. Nein, es geht einfach nicht. Es ist verdammt witzig, aber nur weil es witzig ist, ich lache darüber, ich lache nicht mit ihm. Für mich definitiv einer der schwächsten Bad Guys aller Zeiten, was schade ist, weil Green Goblin, das ist so der Joker für Spider-Man und sie haben ihn echt verkackt mit dem Film. And yes, in case you're wondering, I'm a Southpaw. Not a cripple, I'm a scientist and I'm the world's foremost authority on herpetology. That's reptiles, for those of you who don't know. Wir kommen zu Platz 10 und wir bleiben im Mark-Webb-Universum. Jetzt haben wir Dr. Kurt Connors, a.k.a. The Lizard. Und Dr. Kurt Connors wurde ja schon eingeführt in der Raimi-Trilogie. Ich mag den Schauspieler Dylan Baker verdammt gerne und der hätte das auch rocken können. Denn der war in Trick or Treat zu sehen als Bad Guy, einer meiner mein Lieblings-Halloween-Film. Er hat das gerockt. Leider haben wir diese Interpretation nie bekommen. Nichtsdestotrotz. Generell, Kurt Connors hat mir sehr gut gefallen in The Amazing Spider-Man. Das war diese tragische Figur, er hat keinen Arm mehr, er sucht krampfhaft nach einer Heilung, dann lernt er Peter kennen, weiß, wow, das ist doch der Sohn von diesem Wissenschaftler, mit dem ich zusammen gearbeitet habe. Und die haben sogar eine schöne Dynamik. Das heißt, Kurt haben sie ganz gut hinbekommen. Von dem Zeitpunkt an, wo er zur Echse wird, ist es echt lahm. Erstens sieht diese Echse nicht gut aus. Sie sieht einfach aus wie so ein Goomba aus dem Mario Brothers Film. Und ja, ich schulde euch definitiv einen Trash-Talk zum Mario Brothers Film. Ich weiß es. Zweitens habe ich ein fundamentales Problem mit dieser Interpretation von The Lizard. Und ich sage euch auch welches. In den Comics und selbst in der Trickserie der 90er Jahre gab es folgendes Dilemma mit ihm. Das war Jekyll und Hyde. Das bedeutet, wenn wir Kurt Connors haben, ist das unser Freund. Wenn er zur Echse wird, ist es unser Feind. In diesem Film haben sie ein Problem gemacht. Von dem Zeitpunkt an, wo er zur Echse wird, muss man ihn bekämpfen. Und selbst wenn er sich zurückverwandelt in Kurt Connors, ist er immer noch böse. Erst ganz zum Schluss wacht er sozusagen auf. Und das finde ich immer so ein bisschen lahm. Weil ich will diesen Konflikt haben. Ich will diesen inneren Konflikt haben. Ich habe das Gefühl gehabt, dass die probiert haben, ihn umzubringen. Immer und immer wieder. Und das sollte nicht der Fall sein. Sie sollten probieren, ihn zu heilen. Das ist zwar zum Schluss der Fall gewesen, aber das haben sie aus einem ganz anderen Grund gemacht. Weil die Motivation von Lizard war es, andere Leute auch in Echsen zu verwandeln. Ja, dafür gibt's auch eine Menge Punkteabzug. Im Gesamten wurde dieser Charakter erneut Opfer des Studios. Weil es gibt sehr, sehr, sehr viele herausgeschnittene Szenen, die den Typen als Menschen beleuchten. Wie war seine Beziehung zu seinem Kind? Möchte er vielleicht ein besserer Vater sein? Das wäre alles wahnsinnig spannend gewesen. Wurde alles rausgeschnitten. Stattdessen hat man gesagt, ja, aber wir brauchen den Lizard-Plot und wir brauchen die Tatsache, dass er andere Lizard-Menschen erschaffen möchte. Für mich kein kompletter Totalreinfall, aber definitiv verdienter 10. Platz. See, that wasn't so hard. Wir kommen zu Platz 9 und jetzt widmen wir uns einem Schurken der Tom Holland aka MCU Spider-Man Filme. Quentin Beck aka Mysterio. Ich bin Fan von Mysterio. Falls ihr den Comic Old Man Logan kennt, wisst ihr,
wie fürchterlich gefährlich Mysterio wirklich sein kann. Ich möchte es euch nicht verraten, falls ihr den Comic nie gelesen habt. Aber das Besondere an ihm ist, er ist der Meister der Illusion. Er hat nicht zwingend Superkräfte, aber er kann dir etwas vorgaukeln und damit macht er dich fertig. Und deswegen fand ich es so witzig. Quentin Beck wird eingeführt in Far From Home und ich so, okay, lass mich raten, der Twist ist, er kommt gar nicht aus einer alternativen Timeline oder einem alternativen Universum. Er gaukelt uns nur was vor, er ist ein Schausteller. Genau das war der Twist des Films. Nichtsdestotrotz, seine ganzen trippy Sequenzen fand ich großartig, wie er mit Peters Ängsten spielt, sein Kostüm, das sah alles so großartig aus. Und alle Actionsequenzen mit ihm haben deswegen sehr viel Spaß gemacht und war noch endlich mal was Kreatives in der Welt vom MCU, gerade wenn es um Spider-Man ging. Warum ist er also so weit unten auf der Liste? Er hätte noch weiter oben stehen können. Ja, Jake Gyllenhaal, super Performance. Er funktioniert auch echt gut im Zusammenspiel mit all den anderen Figuren, gerade mit Tom Holland. Aber, erneut, dieser Mysterio ist kein Spider-Man-Schurke, er ist ein Iron-Man-Schurke. Er möchte sich an Tony Stark rächen, weil er seine Technologie genommen hat und sie Barf genannt hat. Wirklich erneut, ihr nehmt Spidey seinen Schurken weg und macht ihn retroperspektiv zu einem Iron-Man-Schurken, obwohl Tony nicht mal mehr lebt. Nein, dafür gibt es einen fetten Punkteabzug. Ich war leider schwer enttäuscht von dieser Entwicklung. Im Gesamten mag ich Quentin Beck, im Gesamten mochte ich, was sie mit Mysterio gemacht haben und wie er alle perfekt verarschen kann und auch wirklich gefährlich sein kann und das ohne Superkräfte. Aber weil sie ihn krampfhaft zu einem Iron-Man-Schurken machen mussten, nein, kann ich das einfach nicht gut finden. Für mich verdienter 9. Platz. It's time we change too. Wir kommen zu Platz 8 und hier haben wir Adrian Toomes aka The Vulture, aka das Beste am gesamten Spider-Man Homecoming Film. Ich fand es super, dass der Film mit ihm anfing und das ist ein Schurke, den wir gerade in der Welt des MCUs richtig gut verstehen können. Er möchte nicht die Welt erobern, er möchte nicht irgendwie König werden, er möchte nicht die Hälfte des Universums auslöschen, nein, er möchte einfach nur an Geld kommen, damit er seine Familie ernähren kann. Das ist spannend, das kann ich auch wirklich gut verstehen. Und er wird gespielt von Michael Keaton. Und zwar derartig perfekt. Es gibt ein paar Szenen, wo er wirklich gruselig ist. Ich meine, die Szene, wo er Peter im Auto bedroht, er hat sein Outfit nicht an, aber er ist verdammt bedrohlich. Überraschenderweise, wenn er sein Outfit anhat, ist es nicht so spannend, obwohl es ganz cool ist, einen Bösewicht zu haben, der rumfliegen kann. Ich finde immer, ein rumfliegender Schurke passt zu Spider-Man, weil er ja auch so durch die Stadt gleitet und sich rumschwingt. Das passt einfach sehr gut vom Visuellen. Und wir lernen ihn als Familienvater kennen. Er liebt seine Tochter, er liebt seine Frau. Wo also mein Problem? Das gleiche Problem wie bei Quentin Beck. Nur hier hat er eine persönlichere Bindung zu Peter, weil der Vater von Pete State ist. Doch im Gesamten ist er ein weiteres Opfer von Tony Stark. Und ich so, das könnt ihr nicht bringen. Nichtsdestotrotz, es ärgert mich hier nicht so schlimm wie bei Quentin Beck, weil Quentin Beck ist auf Rache aus, wenn es um Tony geht. Er hier, ihm ist Tony egal, er möchte in erster Linie an Geld kommen, aber die Tatsache, dass er nur zu Vulture wurde, weil Tony Stark da draußen ist, ärgert mich jedes Mal. Das hätte wirklich der beste MCU-Spidey-Schurke aller Zeiten werden können. Ich meine, ist er auch, aber er hätte noch so viel weiter oben auf dieser Liste stehen können, wenn sie das nicht gebracht hätten. Wow, buddy, love the new outfit. Is exactly what I need to scoop, partner. Give me some of that web action. Wir kommen zu Platz 7 und es wird sowas von kontrovers. Eddie Brock, aka Venom aus Spider-Man 3. Ich weiß, legt eure Gewehre runter und hört auf, Beleidigungen zu tippen, okay? Ich probiere es zu erklären. Sam Raimi wollte Venom nicht mal im Film haben. Das Studio hat ihn dazu genötigt. Und ich finde, für das, was er daraus gemacht hat, ist es wahnsinnig spannend, weil wir haben hier zwei Charaktere. Wir haben hier Venom, also diesen Symbionten, und wir haben Eddie. Und ehrlich gesagt, je länger ich drüber nachdenke, desto mehr gefällt mir diese Interpretation des Bad Guys. Was meine ich damit? Venom selbst, also der Symbiont selbst, ist wie eine Sucht und das finde ich spannend. Er ist verführerisch. Jedes Mal springt er Peter an, wenn es Peter schlecht geht. Und wenn Peter sagt, okay, ich bin voller Wut, ich rede nicht mit MJ, ich brauche den schwarzen Anzug. Ich sehe, dass mein Onkel umgebracht wurde von Flint Marko, ich brauche den schwarzen Anzug. Es ist eine Sucht, die Pete komplett einnimmt und die uns auch Bully McGuire gegeben hat. Ich liebe Bully McGuire, okay, das ist verdammt witzig. Aber ja, dann kommen wir zu Eddie. Eddie ist eine Parodie von Peter Parker. Er ist genau das, was Peter wäre ohne moralischen Kompass. Er geiert auch einer Frau hinterher ohne Ende, aber sie will ihn gar nicht. Und das ist Gwen Stacy. Er ist auch Fotograf beim Daily Bugle, aber er hat überhaupt keine Moral und verbreitet sogar Lügen in der Presse. Und genau deswegen geht dieser Arsch auch in die Kirche und wünscht sich, dass Gott Peter Parker umbringt. Das passt perfekt in diese Raimi-Welt. Und genau deswegen
deswegen mag ich Eddie Brock recht gerne. Er hat nicht genügend Screentime, er ist definitiv der schwächste Raimi-Schurke, aber er hat seine Momente und Topher Grace hat den Spaß seines Lebens mit der Performance. Ja, und deswegen verdient er 7. Platz. Harry, you knew this was coming, Pete. Wir kommen zu Platz 6 und hier haben wir einen weiteren Raimi-Schurken. Harry Osborn erneut, diesmal als The New Goblin. Okay, ich mag James Franco generell ganz gerne in diesem Film. Ich meine, er hat als unschuldiger Prinz angefangen, der so ein bisschen im Schatten seines Vaters steht, im Schatten von Norman Osborn und sich dann nach und nach weiterentwickelt. Gerade in Teil 2 fand ich ihn unfassbar stark, als dieser Hass ihn zerfressen hat, dass er so wütend war. Peter, wie kannst du es wagen? Wie kannst du es wagen, Fotos von Spidey zu machen, wenn du ganz genau weißt, der Typ hat meinen Vater umgebracht. Umso enttäuschender war es dann, wie schnell es in Teil 3 auf einmal ging. Er wurde zum New Goblin, hatte dann seinen Kampf mit Peter und dann hat er direkt sein Gedächtnis verloren. Das war wahnsinnig schwach geschrieben. Als er dann wieder zu sich kam, fand ich seinen Plan ganz schön bescheuert. Das Schauspiel von Franco, herrlich over the top. Jede einzelne Szene, dieses böse Lachen. Das macht so viel Spaß, ihm dabei zuzusehen. Aber gleichzeitig, was ist sein Plan? Ich bringe MJ dazu, mit Peter Schluss zu machen. Okay? Habe ich nie gebraucht. Hier hätte man noch eine viel geilere Rache-Story rausholen können. Haben sie aber nie gemacht. Warum? Nun ja, weil nicht genügend Zeit da war. Wir hatten immer noch Sandman und wir hatten immer noch Venom. Trotzdem, jedes Mal, wenn sich dann dafür entscheidet, ich wandle mich und ich werde erneut zum Helden, das ist so ein starker Moment. Und ja, das gibt's generell in Raimi-Filmen, dass sich Schurken wieder wandeln und wieder zu heldenhaften Figuren werden. Und wenn er stirbt und Peter weint, weil er seinen besten Freund verloren hat, trifft es mich jedes Mal. Ich finde, Harry Osborn ist ein faszinierender Charakter. Doch gerade als Goblin hat er mir nicht so stark gefallen, wie er mir hätte gefallen sollen. Verdienter 6. Platz. You know me, sir. I don't ever quit. Wir kommen zu Platz 5 und jetzt sprechen wir über einen Into the Spider-Verse-Bösewicht. Aaron Davis, aka The Prowler. Okay, dieser Film, dieser Into the Spider-Verse-Film hat mich so überrascht. Ich sag's jedes Mal, kreativ ohne Ende, lustig ohne Ende, dramatisch ohne Ende. Und gerade die dramatischen Aspekte haben mich so überrascht, weil ich dachte immer, das ist in erster Linie ein Kinderfilm. Aber gerade an Aaron Davis-Charakter sehen wir, nein, der Film traut sich eine Menge. Die Onkelfigur für unseren jungen Miles Morales ist auch gleichzeitig einer der Bad Guys. Und das ist spannend. Er macht Jagd wie so ein Batman-ähnlicher Charakter auf diesen neuen Spider-Man. Doch als er erkennt, dass das sein Neffe ist, merkt er, oh mein Gott, ich habe mein ganzes Leben eigentlich weggeworfen. Ich bin jetzt kurz davor, so einen Jungen zu killen. Und es ist nicht nur ein Junge, es ist mein Neffe. Und genau in dem Augenblick wird er erschossen. Dieser Charakter hat so viel Screentime und hat so viel Entwicklung, das finde ich wahnsinnig spannend. Ich meine, er ist das Vorbild für seinen Neffen. Er sagt ihm auch immer, ah, du willst eigentlich gar nicht so viel Zeit mit mir verbringen, hör lieber auf deinen Vater. Auf der anderen Seite sagt er, aber ich spraye schon sehr gerne mit dir rum und ich mache gerne Sachen, die nicht wirklich legal sind, aber die noch nicht so schlimm sind. Aber gerade wenn es um sein kriminelles Leben geht, sagt er, okay, Miles, du musst nach Hause gehen. Dass ausgerechnet sein kriminelles Leben ihn in Konflikt bringt mit seinem eigenen Neffen und er sich dann für das Richtige entscheidet, das gibt ihm so ein Gewicht. Ich liebe diesen Charakter. Ich kannte den Prowler gar nicht vor diesem Film. Ich habe gehört, es gibt viele Comics. Ich bin ganz interessiert, eventuell mal was über ihn zu lesen, weil in diesem Film hat er mir verdammt gut gefallen. Wir kommen zu Platz 4 und wir bleiben in Into the Spider-Verse, denn hier haben wir Wilson Fisk, aka den Kingpin. Und der Kingpin, den kann man richtig gut umsetzen anscheinend. Es tut mir so leid für Michael Clarke Duncan, ein großartiger Schauspieler, den die Welt immer noch vermisst. Aber was sie mit ihm gemacht haben in Daredevil mit Ben Affleck, nein, nein und dreifach nein. Aber spätestens seit Netflix Daredevil wissen wir, wow, Kingpin, Wilson Fisk, einer der besten Bad Guys da draußen, wenn es um die Comicwelt geht. Großartig. Und in Into the Spider-Verse ist es ihnen echt gelungen, auch einen spannenden Kingpin umzusetzen. Diesmal gesprochen von Liev Schreiber, der das rockt. Aber das Besondere ist seine Motivation. Er ist in diesem Kinderfilm nicht nur böse, um böse zu sein. Ich verstehe seine Motivation. Sein Lebensstil hat dazu geführt, dass Vanessa und sein Kind abgehauen sind, gestorben sind und jetzt möchte er sie um jeden Preis zurück. Ihm ist es egal, ob er jetzt andere Universen aufreißt. Ihm ist es egal, alles zu riskieren, sodass eventuell alles implodiert, solange er seine Familie zurückkriegt. Ich meine, genau das hatten wir vor kurzem bei What If mit Doctor Strange. Das haben die richtig gut hinbekommen und ich habe mitgefühlt mit diesem sehr interessant animierten Kingpin. Deswegen verdienter 4. Platz. My Rosie's dead. My dream is dead.
Wir kommen zu Platz 3 und hier haben wir Otto Octavius aka Doc Ock. Und ich liebe diesen Charakter, es ist mir so schwer gefallen, den auf Platz 3 zu packen. Erstmal Alfred Molina, fantastisch in der Rolle. Er hat etwas Tragisches, er ist das Frankensteins Monster in der Welt von Spider-Man. Er fängt als das an, was Peter Parker so gerne sein würde. Er ist erfolgreich, er ist clever, er ist verliebt und er ist in einer Ehe, die funktioniert. All das will Peter haben. Doch letztendlich verliert er alles in einer einzigen Szene. Er verliert seine Frau, er verliert sein Vermögen und er verliert seinen Verstand an diese mechanischen Arme. Und genau danach lässt er auch das theatralisch Böse raus. Ich mag seine One-Liner, ich mag sein Lachen, ich mag sein Auftreten und ich mag auch die Art und Weise, wie sie ihn visuell benutzen. Es gibt eine Szene, die einfach 1:1 so in Evil Dead hätte vorkommen können, wenn er diese Ärzte angreift mit seinen Armen. Und zum Schluss hat er sogar einen unfassbaren Arc, dass er sagt, ich möchte nicht als Monster sterben, ich möchte als guter Kerl sterben, ich bin Otto Octavius. Ich habe damals probiert, ihn wach zu rütteln. Jetzt hat er mich wach gerüttelt und das finde ich jedes Mal so wundervoll. Die Performance ist toll. Ich frage mich wirklich, wie gut er funktionieren wird in No Way Home, weil ohne diesen Toby Peter, mit dem anderen hat er doch nicht wirklich Kontakt. Ich bin sehr gespannt, was sie daraus holen. Aber definitiv einer der besten Comic-Schurken aller Zeiten. Es hat mir wahnsinnig wehgetan, ihn nur auf Platz 3 zu hauen, weil er ist der Wahnsinn. Not a bad person. Just had bad luck. Wir kommen zu Platz 2 und das ist für mich der tragischste Bad Guy in der kompletten Spider-Man-Filmografie. Und das ist Flint Marko, aka The Sandman, gespielt von Thomas Hayden Church. Ich weiß, Leute sagen, was, der wirklich? Ja, der wirklich. Der tut mir leid. Das ist ein Bad Guy, der kein Bad Guy sein wollte. Er hat letztendlich Onkel Ben sogar erschossen und es war ein Unfall. Nichtsdestotrotz, sein Lifestyle ist ganz klar kriminell und bösartig. Er überfällt Leute, er bestiehlt Leute. Aber wir verstehen warum. Er hat eine kranke Tochter und er möchte unbedingt die Krankenhausrechnungen bezahlen können, damit er ihr das Leben retten kann. Seine Motivation ist die väterliche Liebe für sein Kind. Wer kann das nicht verstehen? Es gibt sogar eine herausgeschnittene Szene, wo er sich in ein Sandschloss verwandelt, das dann von seiner kleinen Tochter umarmt wird. Das ist wundervoll. In jeder einzelnen Szene, in der wir ihn sehen, weint er fast. Und er ist auch kein klassischer Spider-Man-Schurke in diesem Film. Spider-Man steht ihm im Weg. Er probiert ja eigentlich nur an Geld zu kommen. Er möchte nicht mal zwingend Leute umbringen. Aber gleichzeitig holt er das Böse aus Spider-Man raus, weil jetzt hat Spidey ein Gesicht. Ein Gesicht zu dem Mord an Ben Parker. Und weil Spidey gerade auch noch diesen schwarzen Anzug anhat, ist er sowieso von Hass zerfressen und überlegt, ihn umzubringen. Am uninteressantesten ist Sandman, wenn er sich zum Schluss in dieses große Sandmonster verwandelt. Aber gerade die CGI-Sequenz, in der er das erste Mal zu Sandman wird, in der wir sehen, oh mein Gott, wie tragisch ist das alles. Er kriegt es nicht mal hin, dieses kleine Bild von seiner Tochter aufzuheben und die Musik dazu. Jedes Mal kommen mir die Tränen. Er ist eine tragische Figur und er ist auch das zentrale Thema von Spider-Man 3, Vergebung. Peter muss lernen, ihm zu vergeben, weil Peter selber sehr viel Mist gemacht hat. Und es ist eine wundervolle Sequenz, ein wundervoller Arc und ist auch wundervoll gespielt. Sandman ist für mich der unterschätzteste Bad Guy im gesamten Spider-Verse. Your little accident in the laboratory. Performance enhancers. Bingo. Und wir kommen zu Platz 1. Wie hätte es anders sein können? Norman Osborn, aka der Green Goblin. Ich weiß. Er ist nicht so tragisch wie Doc Ock. Er ist nicht so tragisch wie Sandman. Aber wisst ihr, was er ist? Er ist verdammt spaßig. Willem Dafoe rockt diese Performance sowas von. Ich kaufe ihm diesen Geschäftsmann ab, der enttäuscht ist von seinem Sohn und dieses auch immer wieder spüren lässt. Das heißt, ich sehe da so ein bisschen Lionel Luthor von Smallville drin. Gleichzeitig sieht er in Peter das, was er nicht in seinem eigenen Sohn sieht. Jemand, der smart ist. Jemand, der sich alleine hocharbeiten möchte. Er hat Respekt dafür und er möchte ihn auch beeindrucken und sagen, ich bin selber sowas wie ein Wissenschaftler. Dann sehen wir aber auch diesen Struggle mit seiner Firma und diesen Druck, sich immer wieder beweisen zu müssen. Und was dieser Charakter halt am besten zeigt, ist, wie man langsam aber sicher wahnsinnig wird. Und das macht dieser Film so comichaft, wie es nun mal in einer Spider-Man-Story sein muss. Willem Dafoe spielt das so klasse. Gerade diese Selbstgespräche, gerade das Lachen, gerade das Körperbetonte spielt er ohne Ende gut. Und zum Schluss merkt er dann, okay, ich hab zwar gerade probiert, noch Peter umzubringen, aber bitte, sag zumindest meinem Sohn, dass ich nicht so gestorben bin. Das heißt, ein bisschen Menschlichkeit, ein bisschen Norman Osborn ist sogar noch übrig geblieben.
geblieben. Das Einzige, worüber sich alle beschweren, zu Recht ein wenig, ist das Outfit. Ich meine, dieses Power Ranger-mäßige Outfit, ja, das ständig den Mund offen hat, habe ich nicht gebraucht. Hätte man was Besseres rausholen können. Ansonsten, er dominiert jede Szene, in der er zu sehen ist, und er entsteht parallel zu Spider-Man. Wir haben hier wirklich zwei Origin-Stories in einem Film, die nicht unterschiedlicher hätten verlaufen können, aber die sich dann sogar irgendwann treffen. Und die Szene auf dem Dach, ohne Spaß, wenn er zu Peter sagt, ganz ehrlich, diese Stadt feiert dich jetzt, aber sie werden dich genauso schnell verachten, wenn sie die Chance dazu kriegen. Ich so, da hat sich Christopher Nolan wirklich inspirieren lassen für The Dark Knight. Genau das sagt Joker Batman. Ich liebe diesen Charakter, ich liebe die Performance. Willem Dafoe hat aktiv Lobbyarbeit betrieben, um an diese Rolle zu kommen. Und wisst ihr was? Ich bin froh, dass es so gekommen ist, weil das ist eine meiner Lieblings-Willem Dafoe-Performances. Ja, der Typ ist Oscar-prämiert, auf jeden Fall nominiert schon mehrfach und ist einer der stärksten Schauspieler da draußen, einer der stärksten Charakterschauspieler da draußen. Und in dieser Rolle war er einfach nur phänomenal. Er gehört für mich auf eine Top-10-Liste der besten Comic-Schurken aller Zeiten. Und damit beende ich mein Spider-Man-Schurken-Ranking. Jetzt frage ich euch, wie würdet ihr alle Schurken ranken? Schreibt es mir in die Kommentare. Ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.